Hartz IV ist totaler Horror für uns und Hartz IV ist einfach scheiße. Arbeitslosigkeit macht richtig Arbeit. Seit 2 Jahren findet Günther Schmuck in Rostock keinen Job als Schlosser. 6 Tage die Woche, von montags bis samstags, beginnt deshalb sein Tag morgens um 4:30. 120 Zeitungen in einer Stunde. Herr Schmuck, seit Sie arbeitslos geworden sind, wie hat sich denn Ihr Leben verändert? Ja, wir können uns kaum noch was leisten. Kein Urlaub mehr. Autoreparaturen werden aufgeschoben. Geschenke werden kleiner. Hat sich was in der Stimmung in der Familie verändert? Auf jeden Fall. Nämlich? Vom Negativen hin. Alles angespannter. Günther Schmucks Finanzen vor Hartz IV. 750 Euro Arbeitslosenhilfe plus 200 Euro fürs Zeitung austragen. Zurück in Rostock. Ab Mitte November beginnt Familie Schmuck die Wirkungen von Hartz IV zu spüren. Die Arbeitsagentur hat dem Vater einen 1-Euro-Job vermittelt. Günther Schmuck soll sich im Zoo melden. Zäune reparieren soll ich da? Ja? Zäune? Reparieren? Die Elefantenkacke wegbringen. Ja. 2 Jahre Arbeitslosigkeit, 2 Jahre warten auf einen Job als Schlosser. Vergebens. Jetzt also der Zoo. Chance oder Abstieg? Was habe ich für ein Gefühl? Ein bisschen aufgeregt bist du schon. Ja, sicher, aber. Weiß nicht so recht. Und warum glauben Sie, dass Ihr Mann aufgeregt ist? Weil ich ihn kenne, weil ich es merke, dass er aufgeregt ist. Er war ja nur sehr lange zu Hause. Ich denke schon, dass das ein was Einschneidendes ist, auch wenn es nur für kurze Zeit oder für wenig Stunden nur ist. Ist schon eine Umstellung. Ich habe jeden Tag mit einem Kollegen geredet, 9 Jahre lang, und auf einmal sind die nicht mehr da und der soziale Kontakt, der fehlt. Das Geld sicherlich auch. Doch, das Geld auch. Und die Angst, was kommt morgen, was kommt nicht so, was bringen Sie hier für ein Gesetz auf den Markt, was kommt wieder was Neues, was denken Sie wieder Neues aus? Was wären Sie denn bereit, wenn Sie einen Job bekommen würden, dafür aufzugeben? Würden Sie auch von hier wegziehen? Nein. Werden wir nicht. Da würden wir nicht mitkommen. Ja, doch, wir würden wegziehen. Nein, würden wir nicht. Wir würden wegziehen. Weil wir unsere Freunde haben und auch auf die Schule gehen und so. Und einen schönen Wald. Also ich würde alles dagegen tun, dass wir nicht wegziehen. Doch, wir würden weggehen für Arbeit. Noch stehen der Familie rund 1.800 Euro zur Verfügung. Die Arbeitslosenhilfe des Vaters, das Geld für den Zeitungsjob und die 900 Euro, die Frau Kerstin als Krankenschwester verdient. Durch Hartz IV aber wird das Einkommen der Frau voll auf Günter Schmucks Arbeitslosengeld angerechnet. Der Familie droht ein herber Verlust. Ja, ich war alleine. Zurück in Rostock. Vor dem Zoo noch schnell in die Schule. Günter Schmuck bringt vollen Einsatz. Er mutet sich und seinen Kindern viel zu. Herr Schmuck, das mit dem Schulweg per Fahrrad, wie oft machen Sie das? 5-mal die Woche. Bei Wind und Wetter? Bei jedem Wetter, ja. Warum? Hat das auch Kostengründe? Ja, klar. Der Bus kostet 1 Euro hin und 1 Euro zurück und das können wir uns nicht leisten. Luise, wie findest du das, wenn dein Vater dich so zur Schule bringt? Ja, manchmal nervt es, aber manchmal macht es auch Spaß. Was nervt denn? Na, weil immer Fahrrad fahren ist auch nicht so schön. Würdest du lieber Auto fahren? Ja. Einmal Nordafrika, andere Hälfte Südafrika. Hier werdet ihr jeden Tag, wenn ihr hier sauber macht, rundherum, Zähanlage ist ziemlich groß, werdet ihr viel erleben. Afrika putzen im Rostocker Zoo. Für 1,02 Euro die Stunde. Zäune reparieren, Laub haken, den Zoo in Schuss halten. Mitte November Jobstart für Günther Schmuck. Für Arbeit ist er sich nicht zu schade. Sein Problem mit dem 1-Euro-Job ist ein anderes. Er weiß schon jetzt, dass der Hartz-IV-Job im Zoo nach 6 Monaten vorbei sein wird. Es ist ein stressiger Job. Ne? Aber egal, ob Günter Schmuck gut oder schlecht arbeitet, Perspektive gleich null. Klartext vom Meister.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sozusagen denen, die hier sind, dass Sie denen eine Perspektive bieten können irgendwann? Also wir, der Zoo, kann Ihnen keine Perspektive bieten. Ja, weil der Zoo auch abhängig ist von der Stadt, sage ich mal so. Also der Zoo kann Ihnen keine Perspektive bieten. Augenblick. So, Freunde. Wirtschaftshof. Machst du jetzt mit der Rückseite direkt in die Garage. Ich ärgere mich nicht. Dafür habe ich meine mittlere Reife gemacht, meinen Facharbeiter und habe 9 Jahre als Einrichter und Roboterbediener gearbeitet und nun stehe ich hier für 1 Euro. Warum kann ich gar nicht denken. Der Zoo braucht billige Arbeitskräfte, Günther Schmuck aber eine Perspektive. Die österreichische Kranbaufirma Liebherr soll jetzt nach Rostock kommen. Seine letzte Hoffnung. Ich hoffe immer nur, dass das Liebherr baut und dass ich bei Liebherr einen Job kriege. Sind Sie manchmal müdend, wenn Sie jetzt hier durch den Zoo gehen für 1 Euro? Ja, ganz schön. Dass wir Erwerb abgeschafft haben und bei den Eurofightern schmeißen Sie das Geld aus dem Fenster, bin ich doch ganz schön wütend. Wie würden Sie so Ihren Zustand beschreiben, Ihren Seelenzustand? Ganz schön frustriert, als wenn ich ganz tief unten angekommen bin. Wenigstens haben sie die Krokodile vorher rausgelassen. Günther Schmuck arbeitet jetzt bereits seit 1 Monat im Zoo. Mitte Dezember findet er sich langsam mit dem Job ab. Herr Schmuck, vor 4 Wochen haben Sie hier im Zoo angefangen. Was ist denn Ihre Erfahrung? Meine Erfahrung? Positive. Wegen der Beschäftigung. Aber über das Geld darf man nicht nachdenken, das ist lächerlich. Was hilft Ihnen das, wenn Sie hier arbeiten können? Ich komme unter Leute. Und ich komme von zu Hause raus. Es entspannt ein wenig. Der Druck wird etwas runtergenommen von zu Hause. Glauben Sie auch, dass Ihnen das hilft bei der Jobsuche? Nein. Keinesfalls. Es sind die Besucher, die Schmuck jeden Tag antreiben. Damit alle ihren Spaß am Zoo haben, stellt er sich hin und auch ein wenig aus. Stärkt das Ihr Selbstwertgefühl, die Arbeit? Nein, ich glaube nicht. Als Sie vor 4 Wochen hier angefangen haben, haben Sie gesagt, jetzt bin ich ganz unten. Ja. Fühlen Sie sich immer noch ganz unten jetzt? Ja, ich fühle mich immer noch ganz unten. Ja. Und warum? Weil es keine Perspektive hat. Im halben Jahr ist Schluss und dann weiß keiner, wie es weitergeht. Günther Schmuck fühlt sich von Hartz IV bestraft. Immer noch keinen richtigen Job und noch weniger Geld in der Tasche. In der Woche gibt es nur noch Tee zu trinken, keine Brause mehr. Es wird nur noch Fahrrad gefahren. Auch bei schlechtem Wetter, auch im Winter. Kinobesuche fallen ganz weg, Theater fällt ganz weg. Schön Shit. Was erwarten Sie von Harz? Nichts erwarte ich von Harz. Also, die Idee ist nicht gut. Harz ist nicht gut. Das geht nach hinten los, denke ich. Nur eines könnte Günther Schmuck mit Reform Deutschland versöhnen. Endlich wieder ein fester Arbeitsplatz als Schlosser.